Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Unreif? Das ist ein Wort aus eurer Sprache. Es bedeutet, noch nicht fertig. Wie eine Frucht, die zu früh geerntet wird. Warum fragt ihr dann? Vermutlich vermittelt ihr den meisten Leuten diesen Eindruck. Ihr werdet darüber hinwegkommen. Irgendwann. Ich wurde ausgesandt, um die Augen der Antam zu sein. Der Arishok fragte, was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Er ist derjenige, der die Antam befehligt. Die Gesellschaft der Kunari. Die Kunari haben keine Könige. Wenig Geduld mit endlosen Fragereien. Einen Teil davon. Doch. Nie. Ich kann nicht in meine Heimat zurück. Danke. Können wir uns wieder auf den Weg machen? Die dunkle Brut wartet. Gut. Sprecht. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Wie ihr wünscht. Kann ich euch irgendwie helfen? Was soll das heißen, jemand wie ich? Glaubt ihr etwa, in Klöstern gäbe es keine schönen, bezaubernden Frauen? Da könntet ihr Unrecht haben. Im Kloster von Lothering lebten viele reizende junge Anwärterinnen, allesamt züchtig und tugendhaft. Das machte sie noch anziehender, denn sie waren verboten. Und verbotene Früchte sind doch die süßesten, nicht wahr? Meine Frucht? Nun, sie ist nicht wirklich verboten, aber auch nicht frei verfügbar. Nicht jeder darf davon abbeißen. Ich kann nicht glauben, dass ich dieses Gespräch führe. Aber nein, ich habe kein Gelübde abgelegt. Die Kirche gibt allen Fürsorge und Zuflucht, die danach suchen. Ich habe beschlossen, zu bleiben und meine Beteuerung abzulegen. Wir beteuern unseren Glauben an den Erbauer, an Andraste und den Gesang. Aber sonst gibt es kein Gelübde oder so etwas. Ich war eine reisende Bänkelsängerin in Orlais. Geschichten und Lieder waren mein Leben. Ich bin aufgetreten und erhielt dafür Beifall und etwas Geld. Und meine Fähigkeiten im Kampf? Nun, auf Reisen schnappt man eben das eine oder andere auf. Ist doch so. Ja, natürlich. Lasst uns weitergehen. Was benötigt ihr? Nur zu? Sagte ich das? In Wahrheit waren es Hunde. Riesige, sabbernde Hunde aus Anderfels. Ein ganzes Rudel von ihnen. Naja, ich habe erst mit 8 entdeckt, dass man sich nicht selber sauber lecken muss. Aber alte Gewohnheiten sind eben schwer abzulegen. Schon kapiert. Mal sehen, wie erkläre ich das? Ich bin ein Bastard. Und spart euch die Sprüche, ich meine damit, ich habe keinen Vater. Meine Mutter war Dienerin auf Schloss Radcliffe und starb, als ich noch sehr klein war. Al-Eamon war nicht mein Vater, aber er hat mich aufgenommen und mir ein Dach über dem Kopf gegeben. Er war gut zu mir, obwohl er es nicht musste. Ich respektiere ihn und verüble es ihm nicht, dass er mich in die Kirche schickte, sobald ich alt genug war.
Al Eamon heiratete später eine junge Frau aus Orlais, was sein Verhältnis zum König trübte, so kurz nach dem Krieg. Aber er liebte sie. Jedenfalls verabscheute die neue Arlessa die Gerüchte, dass ich sein Bastard wäre. Sie waren falsch, aber sie kursierten. Dem Al war das egal, aber ihr nicht. Also wurde ich mit 10 Jahren in das nächstgelegene Kloster gebracht. Auch gut. Die Arlessa sorgte dafür, dass das Schloss nicht mehr mein Zuhause war. Sie verachtete mich. Da könnt ihr recht haben. Aber ich wurde ja nicht als Sohn des Aals aufgezogen. Ich schlief auf Heu im Stall, nicht auf seidenen Laken. Ich hatte ein Amulett mit dem heiligen Symbol von Andraste. Die einzige Erinnerung an meine Mutter. Als ich fortgeschickt wurde, war ich so wütend, dass ich es gegen die Wand schleuderte. Es zerbrach. Das war sehr dumm. Der Aal besuchte mich einige Male im Kloster, aber ich war stur. Es gefiel mir dort nicht und ich gab ihm die Schuld an allem. Irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Ja, das glaube ich. Allerdings beunruhigt mich die Nachricht von seiner Krankheit. Hoffentlich ist Logan nicht zu derselben Schlussfolgerung wie wir gekommen. Wie auch immer, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was wollt ihr von mir? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss? Ich wurde nicht so geboren. Es ist eine Fähigkeit von Flemeth, die sie sich über viele Jahre in der Wildnis angeeignet hat. Die Chasend erzählen sich von uns Hexen, dass wir die Form anderer Wesen annehmen, um sie versteckt zu beobachten. Wenn ein Kind allein ist, von seinem Stamm getrennt, dann schlagen wir zu, verschleppen den schreienden und zappelnden Jungen, um ihn dann zu verspeisen. Eine höchst amüsante Legende. Ich glaube kaum, dass Kinder den Aufwand wert wären. Sie sind dreckig und stinken, voller Tränen und Rotz und machen nichts als Ärger. Über den Geschmack meiner Mutter kann ich natürlich nichts sagen. Sie lebt schon sehr lange in der Wildnis und hat vieles getan, wovon ich nichts weiß. Warum fragt ihr? Wollt ihr etwas Spezielles wissen? Die Gestalt eines Tieres unterscheidet sich von der meinen. Man muss die Kreatur studieren, wie sie sich bewegt, wie sie denkt. Mit der Zeit kann ich dann zu der Kreatur werden. Aber von einem Menschen lerne ich nichts. Er ist schon so wie ich. Die Antwort lautet also nein. Meine menschliche Gestalt ist die einzige, zu der ich fähig bin. In manchen Nächten hat mich die Wildnis zu sich gerufen. Das ist wohl wahr. Man betrachtet die Welt um sich herum und denkt, alles sei vertraut. Aber ich habe sie als Wolf gerochen und als Katze gehört, bin durch Schatten geschlichen, von deren Existenz ihr nicht einmal zu träumen wagt. Aber ich lebe als Mensch und unterliege keinerlei gegenteiligen Illusionen. Sie scheuen nicht zurück. Ich glaube, sie nehmen mich als eine der ihren wahr. Was sie denken, weiß ich allerdings nicht. Denn so wie ich in jeder Form Mensch bleibe, bleiben sie Tiere. Darum können sie nicht sprechen, selbst wenn ich sie fragen würde. Jeder, dessen Wille stark genug ist. Aber die Verwandlung ist ein magischer Akt, also ein Zauber. Daher kann ihn nur ein Magier wirken. Wenn ihr vorhattet, diese Fähigkeit selbst zu erlernen, muss ich euch darum leider enttäuschen. Wirklich? Habt ihr denn noch eine Meinung zu meinen Fähigkeiten?
Bin ich eine widernatürliche Abscheulichkeit, die man verbrennen sollte? Das würde ich nicht empfehlen. Aber genug davon. Lasst uns gehen, bevor wir noch Staub ansetzen. Unbedingt. Ja. Ja. Dunkle Brut! Vernichte diese Teufel! Eine Falle! Eine Falle! Eine Falle! Eine Falle! Eine Falle! Eine Falle! Jetzt findest du dein Ende! Erstmal mit Schnapp! Das sollte kein Problem sein. Natürlich. Das sollte kein Problem sein. Wird erledigt. Können wir uns kurz unterhalten? Ich muss euch etwas erzählen, das ich euch vermutlich schon eher hätte sagen sollen. Ich habe euch doch erzählt, dass Al Eamon mich aufgezogen hat, richtig? Dass meine Mutter eine Dienerin im Schloss war und er mich aufgenommen hat. Der Grund, warum er das getan hat, war, dass... Nun, dass mein Vater König Marek war. Ich nehme an, das bedeutet, Kaelin war mein Halbbruder. Ha, ja, das trifft es. Den Spruch werde ich jetzt öfter verwenden. Ich hätte es euch gesagt, aber für mich war das nie wichtig.
Ich war unerwünscht, eine potenzielle Bedrohung für Kaelins Herrschaft. Also wurde ich verschwiegen. Ich habe es nie jemandem erzählt. Wer es wusste, lehnte mich entweder ab oder bevorzugte mich. Selbst Duncan hielt mich deswegen aus dem Kampf heraus. Deshalb wollte ich, dass ihr so lange wie möglich nichts davon erfahrt. Es tut mir leid. Keine Ahnung, vermutlich. Er war König Mareks bester Freund. Ich weiß nicht, ob das etwas bedeutet, aber mir kam nie in den Sinn, dass das einmal von Wichtigkeit sein könnte. Wie auch immer, das war's. Das musste ich euch sagen. Ich dachte, ihr müsstet es wissen. Hoffentlich nicht. Ich bin der Sohn einer Bürgerlichen und ich bin ein grauer Wächter. Mir wurde früh zu verstehen gegeben, dass ein Aufstand oder ähnliches von meiner Seite sinnlos wäre. Und das ist auch in Ordnung. Wenn hier einer Thronerbe ist, dann All Eamon selbst. In ihm fließt kein königliches Blut, aber er ist Kaelins Onkel. Und viel wichtiger, beim Volk sehr beliebt. Obwohl, wenn er tatsächlich so krank ist, wie wir gehört haben... Nein, daran will ich gar nicht denken, wirklich nicht. Nun wisst ihr es. Können wir jetzt weitermachen? Ich würde gerne so tun, als hieltet ihr mich immer noch für einen Niemand, der zu viel Glück hatte, um mit dem Rest der Grauen Wächter unterzugehen. Seht ihr, ich wusste, ihr schafft es. Ganz einfach, nicht wahr? Ich sah Reisende die Straße entlang kommen und traute meinen Augen kaum. Seid ihr hier, um uns zu helfen? Ihr wisst es nicht? Hat draußen niemand davon gehört? Und er könnte jetzt bereits tot sein. Seit Tagen hat niemand Nachricht aus dem Schloss gebracht. Wir werden angegriffen. Jede Nacht kommen Monster aus dem Schloss und greifen bis zum Morgengrauen an. Wir alle kämpfen und sterben. Offenbar sind alle der Ansicht, die Verderbnis sei eine optimale Zeit, um sich gegenseitig umzubringen. Ganz großartig. Wir haben keine Armee, keinen Aal und keinen König. Niemand hilft uns. Viele sind tot und der Rest fürchtet, es bald zu sein. Moment, welche böse Macht greift euch an? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Niemand weiß es. Ich bringe euch zu Ben Teagan. Nur er hält uns noch zusammen. Er will euch bestimmt sehen. Ben Teagan? All Eamons Bruder? Er ist hier? Ja, es ist nicht weit. Kommt bitte mit. Thomas, oder? Und wen habt ihr da mitgebracht? Offensichtlich keine gewöhnlichen Reisenden. Nein, Herr. Sie sind gerade angekommen und ich dachte, ihr wolltet sie sehen. Gut gemacht, Thomas. Seid gegrüßt, Freunde. Ich bin Teagan, Ban von Rhaenys IV, Bruder des Arts. Ich erinnere mich an euch, Ban Teagan, obwohl ich bei unserem letzten Treffen viel jünger war und voller Schlamm. Voller Schlamm? Alistair? Ihr seid es doch, oder? Ihr lebt! Welch großartige Neuigkeit! Ich lebe, ja. Allerdings nicht mehr lange, falls Taryn Logan ein Wörtchen mitzureden hat. Ja, Logan möchte uns unter anderem glauben machen, dass alle grauen Wächter zusammen mit meinem Neffen gestorben sind. Dass er seine Männer zurückgerufen hat, um sie zu retten? Und dass Kaelin für Ruhm und Ehre alles riskiert hat? Wohl kaum. Logan nennt die Grauen Wächter Verräter und Königsmörder. Ich glaube ihm nicht. Es ist die List eines verzweifelten Mannes. Ihr seid also auch ein grauer Wächter? Kennen wir uns womöglich?
Ihr kommt mir so bekannt vor. Ja, genau das ist es. Eine Freude, euch kennenzulernen, wenn auch die Umstände angenehmer sein könnten. Ihr wollt sicher zu meinem Bruder. Unglücklicherweise gibt es da ein Problem. Eamon ist todkrank. Wir haben seit Tagen nichts vom Schloss gehört. Keine Wachen auf den Mauern, niemand antwortet auf meine Rufe. Die Angriffe begannen vor einigen Nächten. Böse Dinge kamen aus dem Schloss. Wir haben sie unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Manche nennen sie wandelnde Tote, zum Leben erweckte Leichen mit Hunger auf Menschenfleisch. In der nächsten Nacht griffen sie wieder an. Sie kommen jede Nacht und es werden immer mehr. Kaelin ist tot und Loghain führt einen Krieg um die Thronfolge. Alle meine Hilferufe bleiben ohne Antwort. Ich glaube, heute Nacht wird es schlimmer denn je. Alistair, ich bitte euch ungern darum, aber ich brauche unbedingt die Hilfe von euch und euren Gefährten. Das ist nicht nur meine Entscheidung. Aber ohne Al-Eamon können die Grauen Wächter gegen Loghain nicht viel ausrichten. Es gibt hier keine dunkle Brut und keine Ausbeute. Das ist vergebliche Mühe. Möglicherweise. Wie sinnlos. Ihr wollt den Dörflern in einem aussichtslosen Kampf beistehen? Haben wir nicht woanders genug zu erledigen? Danke. Danke, das bedeutet mir mehr, als ihr ahnt. Thomas, berichtet Murdoch, was hier beschlossen wurde und kehrt dann auf euren Posten zurück. Jawohl, Herr. Nun denn, vor Anbruch der Nacht ist noch viel zu erledigen. Ich habe zwei Männern draußen die Führung übertragen. Murdoch, der Dorfbürgermeister, ist draußen vor der Kirche. Sir Perth, einer von Eamons Rittern, beobachtet von dem Abhang bei der Mühle aus das Schloss. Ihr könnt mit ihnen den bevorstehenden Kampf besprechen. Nun gut, dann viel Glück. Lasst uns beten. Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Gesegnet sei, wer seine Vergebung erfleht. Gesegnet sei, wer seine Rückkehr herbeisehnt. Gesegnet sei die Prophetin. Ich habe Angst, Mutter. Wann kommen die bösen Männer? Bald, Schätzchen. Keine Sorge, alles wird gut. Aber ich will nach Hause. Wo ist Vater? Ihr seid doch ein grauer Wächter, richtig? Wart ihr in Ostagar? In der Korkari-Wildnis? Mein Ehemann ist mit unserem Sohn dorthin aufgebrochen, um den Gesang des Lichts zu den Chasen zu tragen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ja, bin ich. Habt ihr schon von mir gehört? Ja? Oh, seine Schatulle. Dass er mir sie bringt, bedeutet... Oh, oh nein. Entschuldigt. Vielen Dank, dass ihr sie mir mitgebracht habt. Das bedeutet mir viel. Der Erbauer möge euch segnen. Ich sagte dir schon, Vater verteidigt draußen das Dorf vor den bösen Männern. Wir müssen hierbleiben und... Ich habe solche Angst, Vater. Was sollen wir nur tun? Ich... Schweig, Mädchen. Glaub schon. Verzeiht, störe ich euch. Ich versuche, ruhiger zu sein. Diese Dinger haben meine Mutter fortgeschleift. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber ich höre ständig ihre Schreie, überall. Und jetzt mein Bruder Bevin. Er ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich fürchte, sie haben ihn auch erwischt. Wirklich? Vielen Dank. Bitte finden Sie ihn. Aber die Nacht rückt näher. Die Monster kehren zurück und wir sitzen hier und warten. Ihr wisst genau, dass wir nicht genug Männer haben. Und unsere Feinde werden jede Nacht mehr. Ja, natürlich. Sie nehmen die Toten mit. Immer noch kein Zeichen, dass jemand vom Schloss kommt, Murdoch. Sie sollen Wachen halten. Ich will keinen Überraschungsangriff vor Sonnenuntergang.
Jawohl, Sir. Was sollen wir bis dahin tun? Beten und auf ein Wunder hoffen. Ihr seid also der Graue Wächter. Sind die nicht alle zusammen mit dem König gestorben? Ich hab sowas gehört. Aber wir weisen niemanden ab, der seine Hilfe anbietet. Ich will keinesfalls als undankbar erscheinen. Wir helfen so gut wir können. Ihr könnt uns vertrauen. Ich bin Murdoch, Bürgermeister dieses Dorfrests. So wie heute nicht alle getötet und ins Schloss geschleift werden. Hoffentlich habt ihr recht. Bisher halte ich noch alle zusammen, aber es ist nicht leicht. Jedenfalls seid ihr hier. Es heißt, ihr übernehmt das Kommando. Unsere wenigen Rüstungen und Waffen müssen sofort repariert werden, sonst muss die Hälfte von uns ohne kämpfen. Owen ist der einzige Schmied hier, aber der sture Narr redet ja nicht mal mit uns. Wenn wir heute Nacht kämpfen sollen, muss der schrullige Irre uns jetzt helfen. Seine Tochter, Valena, ist Dienstmädchen bei der Erlessa. Seit das alles angefangen hat, hat er nichts mehr von ihr gehört. Er hat verlangt, dass wir das Schloss angreifen, das Tor niederreißen und gewaltsam eindringen. Ich sagte, das sei unmöglich, aber er wollte nicht hören. Er hat sich in seiner Schmiede eingeschlossen. Ich kann ihn nicht zu den Reparaturen zwingen. Er sagt, lieber stirbt er. Das wäre hilfreich. Wenn er nicht kommt, stirbt er wie alle anderen. Und welchen Vorteil sollte das haben? Eines verstehe ich nicht, Alistair. Nur eines? Könnte auch mehr sein. Warum das Verschweigen eurer Abstammung? Wenn's ums Verschweigen geht, müsstet ihr doch Expertin sein. Bin ich auch. Aber nach König Kaelens Tod war es doch überflüssig, damit fortzufahren, oder nicht? Mag sein. Ich hatte wohl irgendwie gehofft, alles ginge auch so vorbei. Die Wahrheit geht nicht einfach vorbei. Ich sagte ja nicht, dass es ein guter Plan war. Großartig, Eindringlinge. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund, in mein Haus einzubrechen. Entschuldigung angenommen. Ich heiße Dwin. Nett, euch kennenzulernen. Und jetzt raus! Überleben. Unsere Vorräte reichen eine Weile und meine Jungs und ich können besser mit Waffen umgehen, als es die Narren da draußen jemals lernen werden. Warum? Haben mir die Dorfbewohner etwa je geholfen? Ihr seht durchaus fähig aus. Wenn ihr da draußen seid, werde ich doch gar nicht mehr gebraucht, oder? Möglicherweise. Woran denkt ihr denn?
Vermutlich gelingt euch das sogar. Gut, ich schließe mich der Miliz an. Für den Moment. Ihr solltet auch da draußen stehen, wenn die Sonne untergeht. Ich kämpfe nämlich nicht für eine aussichtslose Sache. Ich bin nicht in der Lage, das zu tun. Geh weg! Du wohnst hier nicht! Ein kleiner Mensch. Ich bin für Abfackeln. Ah! Was tust du da? Gut, ich komme raus. Bitte tu mir nichts. Ich gehe zurück in die Kirche, wenn du willst. Ich wollte nichts anstellen. Bevan, meine Schwester heißt Caitlin. Sie ist bestimmt in der Kirche und sucht mich. Nein. Ich wollte nur nicht länger in der Kirche bleiben. Alle haben Angst und ich will doch tapfer sein. Das kann ich dir nicht sagen. Es ist ein Geheimnis. Du? Wirklich? Na gut, ich denke, es ist nur, Vater hat gesagt, ich bekomme sein Schwert, wenn ich groß bin. Es hat früher Großvater gehört und der war ein großer Drachentöter. Ich dachte, wenn ich so tapfer bin wie Großvater, kann ich sein Schwert benutzen und die bösen Männer besiegen, die Mutter geholt haben. In der Truhe in Mutters Zimmer. Ich habe den Schlüssel von Vater, aber ich darf ihn niemandem geben. Ich glaube, du hast recht. Ich sollte helfen, das Dorf zu verteidigen. Vater würde das auch tun, wenn er hier wäre. Gut, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, du besiegst damit viele böse Männer. Ich muss zurück in die Kirche. Viel Glück! Fertig.
Habt ihr mit Owen gesprochen? Ist er nicht der sturste Narr, dem ihr je begegnet seid? Danke, dass ihr ihn überredet habt, herzukommen. Ich bin sicher, er wird uns eine große Hilfe sein. Solltet ihr nicht mal mit Owen reden? Aber trinkt nichts, so übertölpelt er euch. Warum muss unser Erfolg bloß in den Händen des trunksüchtigsten Schmiedes liegen, der je die Gefilde des Erbauers durchwandert hat? Nicht so rumzappeln! Ich will nicht hier draußen sein. Aber ich bin so böse. Mit Recht, du bist ein Tunichtgut, ein Lügner und ein Dieb. Wir verstehen nur nicht, warum wir hier draußen sind. Aufgabe erfüllt, bereit für die nächste. Na, Boss, zu Befehl. Geh endlich weg. Lass mich in Frieden. Du hast meinen Laden doch schon leer geräumt. Es ist nichts mehr da. Was? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Ich habe schon genug durchgemacht. Na gut. Ich sperre auf. Aber ihr dürft keinen Ärger machen. Da hat wohl jemand was getrunken. So, ich habe euch reingelassen. Ihr wolltet reden. Jetzt reden wir. Wer seid ihr überhaupt? Ein grauer Wächter? Ja, muss es auch geben. Egal. Ich bin Owen. Aber das wisst ihr sicher schon. Wollt ihr euch mit mir betrinken? Oder habt ihr ein bestimmtes Anliegen? Ihr meint, warum diese Kreaturen das Dorf angreifen? Offensichtlich verseucht etwas Böses das Schloss. Meine Tochter hat erzählt, die Alessa habe etwas vor. Sie versteckt Dinge vor ihrem Gatten. Ich sagte Verlena, sie bilde sich das nur ein. Aber womöglich hatte die Alessa doch etwas vor. Blutmagie vielleicht. Nur, dass sie von jenseits der Berge im Westen kommt. Aus Orle. Sie ist viel zu jung für unseren Aal, finde ich. Und was man so hört, viel zu stolz und eigensinnig. Sie dachte, die Alessa habe eine Affäre mit dem Hauslehrer, den sie für ihren Sohn Connor angestellt hat. Ich wünschte, ich hätte ihr etwas genauer zugehört. Es ist nun ohne Bedeutung. Sie ist für mich verloren. Und ich kann wegen ihrer Warnungen nichts mehr unternehmen. Natürlich nicht. Wem auch? Und wofür sollte es noch gut sein? Hätte ich meinem Mädchen nur besser zugehört. So eine Anschuldigung würde ich niemals vorbringen, aber vielleicht... Wenn sie verderbte Magie einsetzt, könnte genau das geschehen sein. Nämlich, warum sollte ich Murdoch helfen? Er hilft mir auch nicht. Meine Tochter Velena ist Dienstmädchen bei der Alessa und sitzt oben im Schloss fest. Aber der Bürgermeister schickt keine Hilfe. Seit dem Tod meiner Frau vor 2 Jahren ist sie mein Leben. Jetzt ist sie tot oder wird es bald sein. Mir ist egal, was mir, dem Dorf oder sonst wem zustößt. Ich wäre so froh, wenn jemand wie ihr dort hineingehen und sie suchen würde.
Natürlich nur, wenn einer von uns die Nacht überlebt. Wenn ihr nach Velena sucht, öffne ich die Schmiede und führe Reparaturen durch. Das kann ich zusagen. Das reicht nicht. Dasselbe hat Murdoch gesagt. Und dem habe ich auch nicht geglaubt. Ihr verlangt viel, armseliger kleiner Mann. Ich will euer Versprechen, dass ihr nach ihr sucht und sie zu mir zurückbringt. Falls es möglich ist. Einverstanden. Es ist wenigstens ein Fünkchen Hoffnung. Na, großartig. Retten wir als nächstes Kätzchen aus Bäumen. Das Versprechen brechen wir doch wohl. Hoffentlich nicht. Was ist das? Mit dir rede ich nicht, Mensch. Na gut. Dann an die Arbeit. Ich muss das Schmiedefeuer entfachen und noch etwas Eisen finden. Vielleicht bei der Mühle? Murdoch soll seine Männer so bald wie möglich herschicken, wenn ich bis zur Nacht alles reparieren soll. Und wenn ihr etwas braucht, sagt es mir einfach. Und jetzt habe ich zu tun. Entschuldigt mich. Owen führt anscheinend endlich die benötigten Reparaturen durch. Der verdammte Narr ist betrunken. Trotzdem sieht die Schmiedekunst bei ihm ganz leicht aus. Das ist gut genug, würde ich meinen. Ich benachrichtige Ben Teagan, dass die Miliz kampfbereit ist. Wir werden diesen Schweinen einen unvergesslichen Empfang bereiten. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Wir mögen nur Dörfler sein, aber wir werden kämpfen, als gäbe es kein Morgen. Er und seine Männer sind in der Mühle, bei der Brücke, im Norden. Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht. Ja? Was kann ich für euch tun? Also gut. Erledigt. Eure Ausbildung zum Templer also nicht gerade genossen? Damit meint ihr wohl mich, richtig? Gibt's hier noch andere, die bei ihrer religiösen Schulung versagt haben? Ich habe nicht versagt. Ich wurde von den Grauen Wächtern rekrutiert. Und wenn ihr nicht rekrutiert worden wärt, was wäre dann geschehen? Ich wäre zu einem sabbernden Wahnsinnigen geworden, hätte die oberste Klerikerin erschlagen und in Unterwäsche die Straßen von Denerim unsicher gemacht. Diese Selbsterkenntnis steht euch gut zu Gesicht. Ich wusste, es würde euch gefallen. Seid gegrüßt, grauer Wächter. Ich bin ebenso erfreut wie Ben Teagan, euch hier zu sehen. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wie ich euch anreden soll. Ist Herr akzeptabel? Nun denn, Herr, stets zu euren Diensten. Ich bin Sir Perth, bis vor kurzem in Diensten von Arl Eamon von Radcliffe. Momentan besteht meine Aufgabe darin, das Dorf vor den Angriffen des Bösen zu schützen. Hätte ich nicht nach der Urne der heiligen Asche gesucht, hätte ich das Böse vielleicht abwehren können,
dass das Schloss befallen hat, aber vielleicht wäre ich auch tot. Nun, da uns ein grauer Wächter bei der Verteidigung hilft, ist vielleicht nicht alles verloren. Davon weiß ich gar nichts. Öl, sagt ihr. Wie viel genau? Wenn Ihnen das überhaupt Schaden zufügt. Ja, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Es könnte funktionieren, wenn wir es geschickt einsetzen. Ja, großartige Idee. Ich schicke einige Männer, die das Öl holen. Wir setzen es dann ein, um die Kreaturen langsamer zu machen. Wollt ihr mich zwischenzeitlich noch irgendetwas fragen? Wir haben genügend Rüstung und Waffen. Aber ohne Unterstützung sind wir gegen diese Monster einfach zu wenige. Könntet ihr wohl Mutter Hannah in der Kirche um heiligen Schutz gegen diese bösen Kreaturen bitten? Ansonsten wüsste ich nicht, was wir außer eurer eigenen Schlagkraft noch brauchen könnten. Im Rahmen der Möglichkeiten sind wir optimal vorbereitet. Das hört mein Herz gerne. Wie ihr wünscht, Herr. Der Erbauer wache über euch. Nichts Neues aus dem Schloss? Nein, alles ist still, wie schon seit Tagen. Und diese Stille ist unnatürlich, als gäbe es dort drin nichts anderes als den Tod. Kein Wort mehr. Der Aal ist am Leben. Ich höre mir dein unheilvolles Gerede nicht an. Hallo, wir kennen uns nicht. Ihr seid wohl neu hier im Dorf, nicht wahr? Momentan kommen kaum Reisende hier vorbei. Die ganze Sache ist schlecht fürs Geschäft. Ihr bereut es doch sicher auch schon, stimmt's? Mutige Worte, in der Tat. Naja, in der Nacht wird es sich erweisen, nicht wahr? Was wollt ihr? Etwas zu trinken, hoffe ich doch. Ja, ich habe auch noch Vorräte, wenn ihr interessiert seid. Das Geschäft ist geschlossen. Da schadet es nicht, ein wenig vorzusorgen. Nein. Aha, noch eine verdammte Seele, die ihren Kummer hier ertränken möchte. Wenn ihr was zu trinken möchtet, müsst ihr mit Lloyd reden. Er hat die Hoheit über die Zapfhähne. Ich verhindere nur, dass die Jungs meutern. Nicht viel. Er sagt kaum was. Sein Name ist Berwick und er will hier seinen Bruder treffen. Aber ich glaube ihm nicht. Er ist irgendwie unheimlich. Ja, später. Lloyd wird sich im Keller einschließen und ich gehe in die Kirche. Werdet ihr mitkämpfen? Das ist gut. Ich hatte ja keine Ahnung. Welches Geschäft? Ohne die Soldaten vom Schloss kommen nur die Kunden aus dem Dorf. Und die sind alle in der Miliz und haben kein Geld. Die wenigen mit etwas Geld sind hier. Aber dafür lohnt sich der Aufwand nicht. Lloyd ist ein schmieriges Schwein und wenn ich die Arbeit nicht so dringend bräuchte... Er betatscht mich und zahlt fast nichts. Aber es könnte schlimmer sein. Meine Auswahl ist nicht so groß. Nein, das würde es nur schlimmer machen. Sehr nett,
aber ich komme schon klar. Das wäre schön. Reden wir doch nach dem Kampf heute Nacht darüber, wenn wir dann noch da sind. Passt auf euch auf! Ich will keine Gesellschaft. Was? Woher wisst ihr? Nun, so heiß ich. Warum? Meinen was? Oh ja, wir wollten uns hier treffen. Dann griffen die Monster aus dem Schloss an. Und seitdem sitze ich fest. Es hieß, ich müsste nicht. Ich bin nachts in der Kirche und komme tagsüber hierher, um alleine zu sein, sonst nichts. Hört zu, ich kenne euch nicht und ich will euch auch nicht kennenlernen. Ich bin nicht, ich meine, mir wurde gesagt, lasst mich einfach in Ruhe, ja? Ich gar nichts. Keiner hat mir irgendwas gesagt. Nur weil ihr ein grauer Wächter seid, könnt ihr doch nicht gleich jeden so bedrohen. Wenn ich... Aber ich hab nie... Oh, na gut, ich sag's euch. Aber tut mir nichts. Also bezahlt werde ich dafür nicht. Ich soll lediglich das Schloss beobachten und melden, wenn sich irgendwas verändert. Von Monstern war nie die Rede. Seit es damit losgegangen ist, konnte ich gar keinen Bericht erstatten. Ich sitze hier fest, ganz ehrlich, genau wie ihr. Ein großer Kerl, seinen Namen weiß ich nicht mehr. Er sagte, er arbeitet für Ho. Al Randon Ho. Er ist ein wichtiger Mann. Die rechte Hand von Terran Loghain. Ich habe also nichts Unrechtes getan. Nur um Veränderungen zu melden, ehrlich. Bisher konnte ich nur berichten, dass der Al krank geworden ist. Dann kamen schon die Monster aus dem Schloss. Über diese Kreaturen weiß ich gar nichts. Als der Aal krank wurde, hatte ich Angst, die Leute würden denken, ich hätte was damit zu tun. Ich schwöre, ich weiß nichts darüber. Ich sollte beobachten, sonst nichts. Keine Ahnung, ob sie wussten, dass der Aal erkranken würde. Hier ist ein Brief von ihnen. Mit Anweisungen und so. Ihr könnt ihn behalten. Macht damit, was ihr wollt. Ich dachte, ich helfe dem König und verdiene dabei etwas Geld. Das müsst ihr mir glauben. Viel besser. Gut, in Ordnung, ich mach's. Danke für eure Gnade. Ich werd's nicht vergessen. Bevin sagte, ihr hättet ihn gefunden. Ich kann das nie wieder gut machen. Ihr seid süß. Ich denke, daran ist nichts Schlimmes. Ach je, passt heute Nacht gut auf euch auf und viel Glück. Ihr seid fremd hier und dennoch verteidigt ihr unser Dorf in dieser dunklen Stunde. Danke. In unserer modernen Zeit können das nicht viele von sich sagen.
Ihr seid ein aufrechter Mann. Der Erbauer wird auf euch herablächeln. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin die verehrte Mutter Hanna, das Oberhaupt dieser Kirche, die derzeit den armen Dorfbewohnern als Zuflucht dient. Sie haben Angst vor dem Angriff heute Nacht. Und diese Mauern können ihren Schutz nicht garantieren. Kann ich euch bei eurer Aufgabe behilflich sein? Ich habe für sie getan, was ich konnte. Ich bete jede Nacht für sie und bitte den Erbauer um Vergebung ihrer Sünden, bevor sie den Tod finden. Was Sir Perth sucht, steht zu geben nicht in meiner Macht. Sir Perth glaubt, ich könnte sie vor diesen Kreaturen beschützen, aber so ein Schild bedarf der Macht des Erbauers. Ich enthalte ihm nichts vor. Könnt ihr ihm nicht einfach sagen, der Erbauer wache über ihn? Moral ist eine mächtige Waffe, wisst ihr? Soll ich sie etwa glauben lassen, der Erbauer würde ihnen im wörtlichen Sinne Schutz gewähren? Zu dieser Lüge bin ich nicht imstande. Ich vermute, ihr Glaube an die Macht des Erbauers würde sie motivieren. Aber es ist Spiegelfechterei. Nun gut. Wenn es sie am Leben hält, werde ich tun, was ich tun muss. Ich habe einige heilige Symbole aus Silber. Sagt Sir Perth, er kann sie haben, wenn er will. Und wer sie trägt, genießt den Schutz des Erbauers. Bitte, ich muss mich um diese armen Menschen kümmern. Tun wir einfach beide alles, was wir können. Die Ritter von Redcliffe sind bereit für eure Befehle zum Kampf. Ja, habt ihr mit der verehrten Mutter gesprochen? Hat sie euch etwas gegeben? Wenn sie so wirken wie die Symbole der Priester, dann ist das mehr als ausreichend. Ich schicke Männer, um die Amulette zu holen. Bitte dankt Mutter Hanna in meinem Namen, dass sie endlich zur Vernunft gekommen ist. Nein, aber wenn ihr noch nicht mit Bürgermeister Murdoch gesprochen habt, solltet ihr das tun. Seine Miliz braucht weitaus dringender Hilfe als wir. Wie ihr wünscht, Herr. Der Erbauer wache über euch. Die Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar, dafür, dass Owen volltrunken ist. Wir können es schaffen. Momentan noch gut. Viel besser, als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Duin gibt den Männern ein wenig Selbstvertrauen. Es ist gut, einen Veteran an der Seite zu wissen. Ihr habt Owen zum Arbeiten gebracht und wir sind deshalb brauchbar bewaffnet. Das ist eine große Erleichterung. Die Miliz ist tatsächlich bereit für den Kampf. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ist noch irgendwas? Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht.